Die Landesgartenschau in Fulda. Wir von der Hessenschau senden live von hier 2 Tage lang, heute und morgen. Wir wollen Ihnen, liebe Zuschauer und Zuschauer, zeigen, was man hier auf der Landesgartenschau in Fulda alles so erleben kann. Und, Hülya, wir wollen natürlich auch zeigen, was die Landesgartenschau für die Stadt Fulda so bedeutet. Genau, das machen wir auf jeden Fall. Und man muss sagen, das ist nicht das erste Mal, dass die Landesgartenschau hier in Fulda stattfindet. 1994, also vor 29 Jahren genau, war sie das erste Mal hier. Und das war übrigens auch die allererste Landesgartenschau, die in Hessen stattgefunden hat. Ja, und von damals ist natürlich auch was übrig geblieben. Das Areal, das wird hier weiter genutzt, es wurde auch erweitert. Und diese Landesgartenschau in Fulda, die ist 42 Hektar groß, 58 Fußballfelder groß und so groß war die Landesgartenschau noch nie. So groß war sie noch nie und es wurde so viel getan. 250 Bäume wurden hier gepflanzt, hunderte Sträucher und Stauden gesetzt und es blüht so schön. Wir haben hier so viele Tulpen gesehen. Es gibt keine Tulpenfarbe, die man hier nicht bestaunen kann. Und das Tolle an der Landesgartenschau ist ja auch, je länger sie da ist, desto schöner wird sie. Es wächst einfach immer weiter. Und egal wann man kommt, es verändert sich immer so ein bisschen, Hülya. Richtig, weil sie geht ja bis Oktober noch, also haben noch ein paar Monate Zeit. Und heute waren natürlich auch schon Besucher da und eine davon ist Steffi. Und da fragen wir doch gleich mal, warum sind Sie denn heute schon direkt gekommen? Ja, wir haben eine Dauerkarte und wir wollten es uns jetzt einfach mal anschauen, was so die letzten Monate hier gemacht wurde und die ganzen Veranstaltungen, die auch sind, freuen wir uns einfach jetzt drauf. Die Jenny ist auch da. Ist Ihnen denn schon irgendwas Besonderes aufgefallen? Also wir waren jetzt hier in dem Areal und wir haben die Kinder mitgebracht. Und der Spielplatz hier, der ist richtig schön geworden. Die Kinder haben schon sehr viel Spaß, alles ausprobiert. Und im Sommer, denke ich, werden wir noch mal öfter herkommen und für die Kinder eben ein bisschen sich auspowern lassen, damit die ihr Spaß haben. Dann hoffen wir natürlich auf, holala, das passiert natürlich auch in der Live-Sendung, auf ganz viel schönes Wetter. Und heute bei wirklich strahlendem Sonnenschein, heute Nachmittag, da wurde die Landesgartenschau offiziell eröffnet und auch viel Prominenz war dabei. Ich wohne direkt hier in der Nähe und jetzt habe ich quasi einen riesen Garten vor der Tür. Ist super schön hier. Ja, und das Wetter ist auch gut, also kleiner Spaziergang. Es ist ja noch so kalt und trotzdem ist schon so viel blühende Sachen. Der Klanggarten haben wir gerade bewundert. Wir haben jetzt bis jetzt nur den Wassergarten gesehen. Ist sehr schön. Ein prächtiger Start der Landesgartenschau in Fulda. Auf 42 Hektar erstreckt sich das Gelände. Größer war noch keine Schau in Hessen. Ob Lustwandeln auf weiter Flur, Inspiration für florale Innendeko oder Tipps für gute Ernten. Die hessische Blumenschau präsentiert sich vielseitig und mit Witz. Chili und Paprika, dann kommt ein Schild hin, wir machen die Reifeprüfung. Okay. Mhm. Und dann ist hier bei den Tomaten, du hast Tomaten auf den Augen. Die Chefs der Landesgartenschau sind zufrieden. Es ist schön geworden. Wir sind sehr, sehr begeistert. Es war eine Punktlandung, wie zu erwarten. Und es hat wirklich sehr gut geklappt. Und bis gestern Nacht wurde noch gewerkelt. Und jetzt sind wir sehr, sehr zufrieden, dass die Anstrengung, die Anspannung der Bauarbeiten rum sind und wir jetzt endlich unsere Gartenschau mit den Besucherinnen und Besuchern genießen können. 4 Anlagen mit Themenschwerpunkten gibt es. Den Wassergarten, den Genuss, Kultur und den Sonnengarten. Das Ziel ist nicht nur eine prächtige Blütenschau für einen Sommer zu inszenieren, sondern hier eine Landschaft zu gestalten, die Fulda nachhaltig bereichert. So können sich die Bürger über 2000 neue Bäume freuen. Das ist gut fürs Klima und manche sind sogar besonders robust. Das ist die Silberlinde, die Tilia tementosa. Und das Besondere an dieser aus Südeuropa, Südosteuropa, Kleinasien kommenden Art ist, dass sie eine helle Blattunterseite hat. Und die wendet diese helle Blattunterseite nach oben, sobald der Baum zu viel Sonneneinstrahlung bekommt. Und dadurch kann das Sonnenlicht abgestrahlt werden und der Baum kann sich dadurch selber schützen.
Aber es geht nicht nur um Pflanzen. Auch Musik und Entertainment wird in den kommenden Monaten geboten. 1500 Veranstaltungen stehen auf dem Plan. 16 Millionen Euro kostet die Schau insgesamt. Gut 3 Millionen Euro kommen vom Land. Insbesondere bleibt natürlich von einer solchen Landesgartenschau immer ein Spirit in der Stadt und eine Bewegung. Und das ist etwas, was durchaus dann ein bleibendes Erlebnis ist. Und deswegen, glaube ich, ist auch die Investition durchaus gerechtfertigt. Das Besondere, die Landesgartenschau ist zum zweiten Mal in Fulda. 1994 wurde sie hier schon einmal gefeiert. Damals mit 1,2 Millionen Besuchern ein bombastischer Erfolg. Der Oberbürgermeister plädiert heute dafür, die Landesgartenschauen jedes Jahr statt alle 4 Jahre zu veranstalten. Das sei gut für Kommunen und Bürger. Wir brauchen auch in Hessen Landesgartenschauen jährlich, nach dem Vorbild von Bayern und Baden-Württemberg. Denn die tun den Menschen gut. Das ist Lebensqualität. Die Landesgartenschau 2023. Bunter hat man Fulda lange nicht erlebt. Und wir kommen jetzt erstmal zu einem Thema, was gar nichts mit der Landesgartenschau zu tun hat. Denn wir wollen Sie ja auch trotz der Sendung hier von der Gartenschau aktuell weiter gut informieren. Und unsere Recherchen haben ergeben, dass im Norden von Hessen sich Neonazi-Strukturen wieder verfestigen. Im Zentrum steht da der sogenannte Dritte Weg. Der scheint jetzt einen neuen Standort aufgebaut zu haben. Der Reichshof in Richsberg bei Schwarzenborn. Hier im Schwalm-Eder-Kreis treffen sich schon seit Jahrzehnten Neonazis aus ganz Deutschland. Mit Fackeln und Bannern soll hier am 12. März die Gründung eines Ablegers der rechtsextremen Kleinstpartei der Dritte Weg stattgefunden haben. Und das trotz eines Veranstaltungsverbotes für das Gelände durch den Landkreis. Die Behörden sind alarmiert. In der Verfügung ist vorgesehen, dass wir Zwangsgelder erlassen können. Davon werden wir, wenn wir entsprechende Hinweise noch haben, definitiv Gebrauch machen, weil wir schon wollen, dass der Reichshof natürlich nicht wieder ein gewisses symbolisches Zentrum für den Rechtsradikalismus in unserem Land wird. 2000 Euro wird die Eigentümerin des Hofes voraussichtlich bezahlen müssen. In letzter Zeit hatten die Aktivitäten der neuen Rechten in Nordhessen wieder zugenommen. Extremismusberater Christopher Vogel beobachtet das mit Sorge. Das bedeutet, dass es nach vielen Jahren wieder eine neonazistische Struktur in Nordhessen gibt. Das war die letzten Jahre einfach, ne, die Leute waren da gewesen, aber sie waren nicht organisiert. Und es ist eine bundesweite Vernetzung eingegliedert. Ein Dreh- und Angelpunkt für diese Vernetzung, die sogenannte Scheiteljugend. Die machte vor allem mit ihrem Instagram-Auftritt und aufwendig inszenierten YouTube-Videos auf sich aufmerksam, hegte dort Kontakte zu NPD und Drittem Weg. Sie haben eine sehr professionelle öffentlichen Auftritt, also auf Social Media, ihre Webseite, ist ständig gepflegt. Das wirkt erstmal sehr bombastisch sozusagen, auch was sie an Aktivitäten immer verkünden. Da wird jeder Aufkleber zu einer Aktion. Aber das sind nicht besonders viele Leute. Die Zielgruppe, vor allem junge Menschen, allen voran Schüler. Organisiert hatte sich die Scheiteljugend in den vergangenen Jahren offenbar hier in Bad Wildungen im Kreis Waldeck-Frankenberg. Direkt neben einem Flüchtlingsheim lag das Kampfsportstudio Fight Club 21. Vor diesem Eingang stand oft Klientel aus der rechten Szene herum, erzählt uns ein Anwohner. Dieses Gebäude ist jedoch schon seit mehreren Monaten verwaist. Die Vermieter hatten dem Eigentümer gekündigt. Seitdem war das Studio in anderen Räumen zu Gast. Am Wochenende wurde es dann von der Polizei durchsucht, eine Veranstaltung aufgelöst. Ganz einfach aus dem Grund, wir sind ein Ort der Vielfalt und wenn wir Kenntnis davon erhalten, dass solche Veranstaltungen mit solchen politischen Hintergründen stattfinden, nehmen wir die zivilrechtliche Grundlage in Anspruch und kündigen öffentlich angemietete Gebäude. Bei unserer Recherche hatten wir zuvor schon versucht, Kontakt zum Fight Club aufzunehmen. Weder das Studio noch der Besitzer reagierten auf unsere Anfrage. Ein Zeuge erzählt uns schließlich, dass der Besitzer in benachbarten Ortschaften für den Dritten Weg geworben habe. Sowohl das Kampfsportstudio als auch Scheiteljugend dienten der rechten Kleinstpartei also vermutlich zur Mitgliedergewinnung. Ein antifaschistischer Rechercheverbund hatte vor 2 Wochen die Aktivitäten der Scheiteljugend im Internet angeprangert. Danach gab die Bewegung letzte Woche ihre Auflösung bekannt. Der Staatsschutz erkannte außerdem 2 Polizisten, die, so wie hier, mit den Nazis Kontakt hatten. Gegen sie wurden nun Disziplinarverfahren eingeleitet. Einer war bereits aus dem Dienst suspendiert worden. Und wir machen weiter mit unserem Nachrichtenüberblick. Und der kommt aus unserem Studio in Frankfurt von Claudia Schick.
Danke, liebe Hülya. Mehr Geld für die Integration von Zuwanderern und Geflüchteten. Das fordern Hessens Integrationsminister Kai Klose und seine Länderkollegen von der Bundesregierung. Auf der Integrationsministerkonferenz heute in Wiesbaden machte Klose klar, der Bund müsse Länder und Kommunen dauerhaft finanziell unterstützen. Es geht um Personal für Kitas und Schulen, es geht um Sprachförderung, es geht um Teilhabe an der Gesellschaft. Und diese Integrationskosten sind bei der vom Bund bislang zugesagten Finanzierungspauschale von 2,75 Milliarden Euro für dieses Jahr, für 2023, nicht ausreichend berücksichtigt. In Burghauen im Landkreis Fulda wird eine der weltweit größten Verflüssigungsanlagen für biologische und synthetische Kraftstoffe gebaut. Heute war Spatenstich für die Refuelery genannte Anlage. Auf einer Fläche von über 12.000 Quadratmetern soll ab dem kommenden Jahr Biomethan, das aus biologischen Abfallprozessen gewonnen wird, verflüssigt werden. Rund 180 Tonnen klimaneutral erzeugter Kraftstoff pro Tag soll ab 2024 dann für die Betankung von Lkw zur Verfügung stehen. Ja, und wenn Sie dieses nette Pärchen kennenlernen wollen, dann haben Sie vom 2. bis 11. Juni in Funkstadt wunderbar Gelegenheit dazu. Bei uns zum Beispiel, die Hessenschau ist auch dort live vor Ort. Dollesdorf wird da produziert, Hallo Hessen ist da. Und es steht auch fest, dass der Hessentag dort wirklich stattfinden kann. Die Kommune hat auf die Schnelle nochmal 1,9 Millionen Euro Mehrkosten abgenickt. Das Hessentagspaar hat schon sein Kostüm und ist startbereit. Nathalie Reining, Förderschullehrerin, und Simon Schmitz, dualer Student bei der Wasserwirtschaft der Stadt. Die beiden freuen sich auf das Abenteuer Hessentag mit fast 1000 Veranstaltungen. Heute sozusagen ihre Premiere. Die beiden können sich auf ein Mega-Programm freuen. Heute vorgestellt in der ehemaligen Fabrikantenvilla Büchner. Von Sarah Connor über Silbermond bis Peter Maffay, leider schon ausverkauft, und Andrea Berg. Die 25.000 Einwohnerstadt verspricht sich vom Hessentag nicht nur ein tolles Fest, sondern auch einen Impuls für ihre Attraktivität. Ja, neben den Investitionskostenzuschüssen, wir bekommen eine Sporthalle weitgehend finanziert vom Land Hessen, gibt es natürlich noch viele andere Aspekte, die uns bewogen haben. Wir wollten hier ein Wir-Gefühl erzeugen, dass es eine gemeinsame Lust auf eine Veranstaltung gibt, die sicherlich so in der Dimension noch nie in Funkstadt da war. Der Hessentag in Funkstadt bei Darmstadt vom 2. bis 11. Juni. Und das war's aus Frankfurt von den Nachrichten. Jetzt ganz viel Spaß noch euch auf der Landesgartenschau. Gruß nach Fulda. Kann ich? Ja, bei der Landesgartenschau dreht sich natürlich auch sehr vieles um Blumen. Und einer, der sich mit Blumen sehr gut auskennt, das ist Christopher Ernst. Das ist der amtierende deutsche Meister der Floristen. Ja. Wir haben eben ja auch schon im Beitrag gesehen, dass es eine Halle gibt mit Gestecken. Die haben Sie auch mitgestaltet. Was kann man denn so jetzt so bei Gestecken sagen? Das sieht jetzt irgendwie nicht so aus wie so ein klassisches Gesteck, das ich so kenne. Gibt es denn da irgendwelche bestimmten Trends? Ja, die Trends gehen einfach dahin, dass es ein bisschen nachhaltiger wird. Mhm. Wir versuchen mit Grundgestellen eine Grundform schon mal zu schaffen, die einfach dann nur noch mit Blüten gefüllt wird. Und durch diese Grundform ist es wirklich eine nachhaltige Geschichte, weil man es ganz lange und oft verwenden kann. Mhm. Ja, das sehen wir auf jeden Fall, dass man hier alles irgendwie auswechseln kann. Jetzt ist das schon ein fertiges Gesteck und das ist noch nicht ganz fertig. Da machen wir jetzt noch ein bisschen weiter und geben erstmal ab an Daniel, denn es gibt nicht nur Blumen hier, sondern auch einen Garten, wo man sich beraten lassen kann. Ja, man kann sich hier beraten lassen, wie ein Garten aussehen sollte, aber auch wie er nicht aussehen sollte. Und ich sitze hier sozusagen im Horrorgarten. Hier ist alles so, wie es nicht sein sollte. Der Rasen viel zu gepflegt, hier blüht nichts, hier kann kein Schmetterling irgendwas futtern. Daneben noch so ein No-Go, so eine Steinfläche. Darunter sterben alle Mikroorganismen im Boden ab. Und typisches No-Go, auch gibt es in vielen hessischen Gärten immer noch, der Kirschlorbeer, auch an dem wächst nichts, woran sich irgendwie die Vögel satt essen könnten. Aber das Schöne ist ja, die schöne Alternative ist direkt daneben. Die Landesgartenschau will eben zeigen, wie ein ökologisch wertvoller Garten aussehen könnte. Hier haben wir zum Beispiel so eine Totholzhecke. Und bei mir ist Katharina Neumann. Sie verantworten die gesamte Bepflanzung hier auf der Gartenschau. Was bringt mir so eine Totholzhecke in meinem Garten?
Ja, die Totholzhecke bringt den Insekten eine Nistmöglichkeit oder auch Kletterpflanzen eine Möglichkeit hochzuranken, die wiederum dann Nahrung für Insekten sein kann. Und man kann sich hier auch erklären lassen, wie man das Ganze bauen kann. Dann haben wir hier noch so Nadelgehölze. Würde ich erstmal gar nicht denken, dass die so wertvoll sind ökologisch. Warum die? Die sind, wie auch alle anderen weiteren Pflanzen hier als Hecke, heimische Gehölze und kann man wunderbar zum Einfassen nehmen, sind zeitgleich dadurch auch wieder wunderbare Nahrungsquellen für Insekten, aber auch für Vögel. Und hinter uns noch so ein Haufen Steine, da kann sich der ein oder andere Igel verkriechen. So sieht ein ökologisch wertvoller Garten aus und bei Hylia hat sich, glaube ich, auch einiges entwickelt jetzt. Ein bisschen bunter geworden. Was haben wir denn jetzt hier eingesetzt? Ja, es ist eine ganz besondere Tulpe. Ist eine Nachzüchtung von einer Wildtulpe. Mhm. Und die hat einfach eine ganz tolle Form und die wirkt wie so kleine Flammen. Ja, sieht auf jeden Fall schon echt ganz schön exotisch aus. Ich sage vielen Dank, Christopher Ernst. Vielen Dank. Ja, und es ist ja nicht das erste Mal, dass die Landesgartenschau in Fulda stattfindet. Das haben wir eben schon mal gesagt. Vor knapp 30 Jahren war das schon mal so. Und deswegen blicken wir noch mal zurück. Was ist von der Landesgartenschau geblieben und was wird in Zukunft vielleicht von dieser noch bleiben? Sigrid und Jürgen Kress brauchen sich nur in ihren eigenen Garten zu setzen, um die Landesgartenschau von 94 wieder aufleben zu lassen. Also bei der letzten Gartenschau waren ja unsere Gärten Schaugärten und wir haben das Schild, was damals draußen am Gartentürchen angebracht war, aufgehoben. Profis hatten die vielen Hausgärten zusammen mit der Nachbarschaft angelegt, um sie auf der Gartenschau zu präsentieren. Vorher wurde hier am Fuldaer Tränkeviertel kräftig gebaut und saniert, um das damalige Schmuddel-Image loszuwerden. Hier hinter unserem Haus war ein riesiger Schrottplatz, der dann weggeräumt wurde. Hier, wo die Häuser jetzt selber stehen, da war Brachfläche. Insofern war das schon ein stimmiges Konzept. Das ganze Viertel ist ja sozusagen neu am Reißbrett geplant worden. Fulda im grünen Aufbruch. Eine Landesgartenschau in Hessen. 1994 für alle etwas völlig Neues. Einfach Entspannung, eine schöne gestaltete Stadt. Also hier zum Beispiel ist es wunderschön. Kaum vorstellbar, das grüne Herz Fuldas, der barocke Schlossgarten, erst zur Gartenschau wurde er wiedererweckt. Jürgen Patscher und Volker Strauch waren damals die Leiter der Gartenschau und erinnern sich noch gut. Wir mussten schon kämpfen. Beim Land, dass man überhaupt sowas macht, weil die Gartenschauen hatten ja so ein bisschen den negativen Ruf, die Bundesgartenschauen vor allen Dingen so als Blümchenschau. Und wir wollten halt beweisen, dass es eine sehr städtebaulich orientierte Landesgartenschau auch geben kann. Wichtig war eben halt für uns auch, neue Fläche zu schaffen und alte Flächen zu sichern, damit auch keine anderen Nutzungen da irgendwann diesen grünen Bereich zerstören können. 94% der damals angelegten Grünflächen sollen immer noch erhalten sein. Eine ist dabei kaum zu übersehen, die Fuldaaue. Die Ufer entlang des Flusses wurden damals nicht nur aufgehübscht, sondern stellenweise auch renaturiert. Nach 30 Jahren ist hier eine kleine Auenlandschaft entstanden. Heute soll die Begrünung über die Kernstadt hinweg ausgedehnt werden. Die Neubaugebiete der Stadtteile Sickels und Galerie waren bisher vom Stadtzentrum abgeschnitten. Die neu geschaffenen Grünanlagen und Wege der heutigen Landesgartenschau bilden nun ein grünes Band, das mit dem Stadtkern verbunden ist. Diese Landesgartenschau steht ja unter dem Motto Fulda verbindet und das gilt wortwörtlich für die neuen Wegeverbindungen in die städtischen Quartiere. Wir haben sehr darauf geachtet, dass die Investitionen, die wir vornehmen, jetzt auch nachhaltig wirken. Also wir werden ganz wenig wieder wegnehmen, außer den Zäunen eigentlich kaum irgendwas, sodass wir da schon sehr nachhaltig investiert haben. Diese Gärten werden dauerhaft für die Bevölkerung unserer Stadt erhalten bleiben. Doch das kostet. 16 Millionen wurden bereits in die neuen Anlagen investiert. Instandhaltung und Pflege der 42 Hektar müssen aber jedes Jahr aufs Neue aus der Stadtkasse bezahlt werden. Ob die neuen Anlagen wie bei der letzten Gartenschau auch 30 Jahre überdauern, am Ende eben auch eine Geldfrage. Ja, zumindest gibt es gute Ideen hier auf der Landesgartenschau in Fulda. Die Beratungsgärten hier um mich rum, das klang ja, glaube ich, auch eben im Beitrag schon an, die werden nach der Landesgartenschau sogenannte Saisongärten. Heißt, die Bürgerinnen und Bürger in Fulda können sich hier einfach mal so eine Parzelle mieten und hier dann ihr eigenes Gemüse anbauen. Finde ich eine gute Idee. Und was ich auch sehr interessant finde, hier gibt es auch Tiere auf der Landesgartenschau. Einen Mensch-Tier-Begegnungszoo. Das ist der Nachfolger des sogenannten Heimtiergartens. Der wurde in den 60er Jahren gegründet.
allerdings von Ehrenamtlichen und 2016 dann vom Veterinäramt geschlossen, weil manche Tiere da schlecht ernährt waren, manche krank waren. Also das war eine Geschichte, die so nicht weitergehen konnte. Aber dann kam eine Tierärztin, die war so eine Art Retterin des Ganzen, hat dann ein einzigartiges neues Konzept mit aufgebaut. Und das hat sich Hyla Dänely heute Nachmittag angeschaut. Ja, die Tiere hier, die kann man sehr gut streicheln. Das hier ist zum Beispiel Pfeifel, ein kleiner Esel. Pfeifel ist 25 Jahre alt. Das ist so, ja, mittelalt für einen Esel. Auch wenn man die Tiere hier streicheln darf, so ganz normaler Streichelzoo ist das nicht. Und das erklärt mir jetzt Bianca Reit. Sie ist die Leiterin des Tiergartens hier. Also wir haben ja jetzt Pfeifel auch gestreichelt. Wir haben uns erstmal ein bisschen beschnuppert. Und das ist ja im Prinzip auch so das Konzept dieses neuen Tiergartens. Ja, genau. Also was uns von anderen Streichelzoos unterscheidet, ist, dass wir hier überhaupt nicht mit Tütenfutter arbeiten. Ne? Also die Mensch-Tier-Kontakte kommen hier ausschließlich durch Kennenlernen und Streicheln und Kuscheln zustande. Ne? Und wie ist das dann, wenn das Tier zum Beispiel keine Lust hat? Ja, wenn das Tier keine Lust hat, ist es ein Statement und wir respektieren das. Also bei uns entscheiden die Tiere genauso mit, ob sie in Kontakt gehen möchten wie die Menschen. Und ich habe jetzt mitbekommen, dass diese Futterbeutel, die man ja so aus dem Streichelzoo kennt, die sind eigentlich gar nicht so gut für die Tiere, ne? Das schlägt ja noch auf den Magen. Ja, also man kann sich das so vorstellen, das Futter in den Futtertüten, das ist wie Schokolade für Kinder. Und wenn die Tiere den ganzen Tag unkontrolliert von Besuchern mit Schokolade, also mit Leckerli gefüttert werden, dann werden die einfach dick. Und die werden nicht nur dick, sondern die werden auch krank. Also die entwickeln verschiedene ernährungsbedingte Stoffwechselkrankheiten. Und deswegen ist es aus Tierschutzgründen eigentlich unsinnig, die füttern zu lassen. Also die Tiere kommen, wenn sie Lust haben. Und das ist auch genau das Konzept. Also vielen Dank, Frau Reit. Ja, und dieser Tiergarten, der ist ja neu eröffnet. Vor 7 Jahren, wir haben es eben gehört, wurde der alte geschlossen. Und um sowas Neues zu machen, braucht man natürlich auch Geld. Und für die Finanzen ist Timo Heumüller zuständig. Sie sind einer der Geschäftsführer dieses Tiergartens. Jetzt wurde der ja bei der Landesgartenschau, also ab heute ist der ja neu eröffnet. Ohne die Landesgartenschau wäre das finanziell doch in der Form gar nicht möglich gewesen, oder? Ja, ich glaube schon. Die Landesgartenschau war starkes Motiv für, und schauen Sie sich um, diese schöne, weitläufige und großzügige Anlage in der Qualität. Wir sind ein eingetragener Verein, arbeiten hier auf dem Gelände. Das ist unser zweiter Standort. Der erste ist das klassische Umweltzentrum aus der ersten Landesgartenschau 1994. Und wir sind der Stadt und der städtischen Politik natürlich sehr dankbar, auch für die Weitsicht und den Mut und auch das Vertrauen uns gegenüber, diese Anlage in die Hände zu legen. Und ich glaube schon, die Landesgartenschau war dann der Anlass und auch der Booster, dieses hier auf die Füße stellen zu können. Dankeschön, Herr Heumüller. Ja, auf jeden Fall ist es ein doppelt so großer Tiergarten, wie er vorher gewesen ist. Es gibt Lamas, es gibt Ziegen, es gibt kleine Rinder, es gibt Esel, wie wir gesehen haben. Also wer möchte, kann hierher kommen, sich das anschauen und die Tiere streicheln, wenn die Tiere das natürlich möchten. Ja, und wer sich nicht ans Tier rantraut, der traut sich zumindest hier auf die Schaukel. Es gibt so viele schöne Kinderspielplätze. Die Frage ist nur, was ist eigentlich dann mit den Älteren, mit den Jugendlichen, den jungen Erwachsenen? Die sind doch vor allem auf Social Media aktiv. Aber auch da sind wir von der Hessenschau. Heute und morgen berichten wir dort von der Landesgartenschau. Heute startet hier in Fulda die Landesgartenschau und die Blumen hinter mir sind noch lange nicht die einzigen. Insgesamt wurden 250.000 Blumenzwiebeln verpflanzt. Immer das Handy in der Hand, ständig online. Das ist unsere Social-Media-Reporterin Katinka Mumme. Zuständig für Stories und Postings auf unserem Hessenschau-Instagram-Kanal. Ihr Ziel? Knackige Inhalte für junge Menschen produzieren. Social Media ist ja auch, da versucht man ja U35 zu bleiben. Und du hast jetzt jemanden entdeckt, der passen würde für die Instagram-Zielgruppe? Ja, genau. Also ich glaube, die ist auch so, weiß ich nicht, mein Alter oder so. Und dann versuche ich sie jetzt mal zu überreden, mir eine Frage zu beantworten. Hoffen wir mal, dass es klappt. Wieso bist du denn heute bei der Landesgartenschau? Heute ist ja der erste Tag und wir wollten uns einfach mal ein bisschen anschauen, ein bisschen frische Luft schnappen, ein bisschen spazieren gehen. Und jetzt? Einfach mal schnell hochladen? Ist nicht. Die Videosequenzen schickt Katinka an ihr Team nach Frankfurt.
Dort werden alle Inhalte nochmal journalistisch überprüft. Wir müssen genauso unsere Sachen faktchecken, wir müssen genauso alle Seiten beleuchten, wie bei einem Beitrag. Und bei uns ist quasi der besondere Anspruch, dass wir noch knapper, noch kürzer sind. Und dann ist es wirklich ganz, ganz wichtig, dass auch alles, was wir denen dann sagen, richtig ist. Auch weil das ja super schnell geteilt werden kann auf Instagram. Das ist einmal den Link kopieren, in irgendeine WhatsApp-Gruppe stellen und dann ist das geteilt. Laut Katinka würde allein die Eröffnung der Landesgartenschau jedoch nicht ganz so viele Likes auf Instagram absahnen. Also haben wir versucht, einen anderen Aspekt über die zu beleuchten. Und heutzutage ist ja auch das Thema Nachhaltigkeit und Biodiversität und so super wichtig, auch vor allem den jüngeren Leuten. Und dann haben wir uns halt überlegt, wie nachhaltig ist es überhaupt, noch eine Landesgartenschau zu machen. Das heißt, wir haben einfach dann zum Beispiel mit dem NABU geredet und die hatten ja dann auch wirklich Kritik daran. Wir haben ungefähr einen Verlust von einem Viertel mindestens aller Brutvogelarten hier im Auweierbereich. Der Eisvogel ist weg, die Hohltaube ist weg, der Graureiher ist weg. Welche Meinung habt ihr zur Landesgartenschau? Schaut vorbei und diskutiert mit auf dem Instagram-Kanal der Hessenschau. Ja, und was an einem Donnerstag in der Hessenschau natürlich nicht fehlen darf, ist unser Dollesdorf. Und das ziehen wir heute live hier auf der Landesgartenschau mit Jochen. So und ist es, jawohl. So. So, guck mal. Schon immer wollte ich an dieser Trommel stehen. Heute geht ein Traum in Erfüllung. Ja, jetzt hast du die Chance. Na ja. So, es geht nach Limbach. Gehört zur Homberg-Efze, hat 190 Einwohner, liegt im Landkreis Schwalm-Eder. Liebe Menschen in Limbach, ruft uns bitte an unter der 0561 31040 im Studio Kassel. Da können wir uns verabreden, wo wir uns in Limbach treffen. So. Du fährst dahin und es gibt noch eine Besonderheit. Heute startet nämlich die Vorrunde für das große Finale, das auf dem Hessentag stattfindet. Und mal ganz kurz, wie läuft das ab? Also, gleich ab 8 Uhr, sind 20 Uhr, sind ist eine neue Homepage geschaltet. Dollesdorf.de heißt die. Da sind alle Dörfer nochmal aufgeführt, die wir in den letzten Jahren besucht haben, aber die wir nicht küren konnten auf dem Hessentag. Das passiert jetzt am 3. Juni. Da auf dieser Seite können Sie diese Dörfer voten. Sie können für die stimmen. Sie können anrufen, aber auch Ihre Stimme abgeben, so viel wie Sie wollen, so viel wie Sie können. Und dann auf dem Hessentag am 3. Juni haben wir das Ergebnis des Dollesdorf. Ja, da sind wir natürlich gespannt. Dir erstmal ganz viel Spaß. Ja, und das war die Hessenschau von der Landesgartenschau. So, da verschlägt sich das hier. Am ersten Tag der Eröffnung bei tollem Wetter. Und morgen sind wir auch wieder da. Und da freuen wir uns, ne? Wir freuen uns sehr drauf. Morgen an einem anderen Ort hier von der Landesgartenschau. Bis dahin. Tschüss. Tschüss, bis morgen.